Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nach dieser eben uns vorgetragenen Regierungserklärung hat mich eine Glaubenssache der theoretischen Physik dann doch überzeugt. Wenn der hessische Kultusminister ans Mikro tritt und schwarz-grün applaudiert, dann tritt ein Paralleluniversum zutage, welches wir von der Opposition und viele Menschen in Hessen nur ungläubig bestaunen können. Auch unter erschwerten Bedingungen meistern Hessens Schulen den Schuljahresbeginn in beeindruckender Art und Weise. Das war die Überschrift Ihrer Presseerklärung letzte Woche, in der Sie mit voller Inbrunst genau das erklärt haben, was Sie eine Woche vorher mit dem Verweis auf Ihre Gesundheitsexperten in Bausch und Bogen abgelehnt haben. Ich sage Ihnen einmal eins. Wenn Schulen den Schulstart in Hessen gut hinbekommen haben, dann, weil Schulleitungen und Lehrkräfte sich reingehängt haben und Konzepte für ihre Schule entwickelt haben, oft über die eigene Belastungsgrenze hinaus. Vom Land konnten sie schließlich keinerlei Unterstützung erwarten. Am Freitag vor Schulbeginn an dem Freitag, hat der Kultusminister einen neuen Hygieneplan vorgestellt. Außerdem sollen ab jetzt Masken auf den Gängen und auf dem Schulhof getragen werden. Kein Konzept, wie Schulen mit den steigenden Fallzahlen umzugehen haben. Keine Regelung zu Masken im Unterricht. Die Schulen wurden komplett alleine gelassen. Und da finde ich es anmaßend, sich hier hinzustellen und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, während Eltern ihren Alltag komplett umkrempeln müssen, weil in den verschiedenen Schulen komplett andere Regelungen gelten, Lehrkräfte gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind und Schülerinnen und Schüler nicht wissen, wie sie sich korrekt verhalten. Frau Kohler, lassen Sie eine Frage des Kollegen Schwarz zu. Ja, der Kollege Schwarz wird gleich bestimmt alles Notwendige dazu sagen. Dass Sie jetzt die Lorbeeren von dem Engagement derjenigen ernten, für deren Bildungschancen und Gesundheit Sie verantwortlich sind, das ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Und wenn man sich mal anschaut, was Sie geleistet haben im Vergleich zu dem, was gerade tagtäglich an den Schulen anbrennt, stehen Sie ziemlich schlecht da. Was die Maskenpflicht anbelangt, herrscht doch komplettes Chaos. Sie mussten ja selbst in der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses zugeben, dass die Kommunikation zwischen Ministerium, Schulämtern und den Schulen im Vorfeld überhaupt nicht funktioniert hat. Etliche Schulen ordneten eine Maskenpflicht für den Unterricht an, obwohl sie es nach ihrer Auffassung gar nicht dürfen. Sie können höchstens Empfehlungen aussprechen, die keinen verbindlichen Charakter haben. Nur die Gesundheitsämter dürfen die Maskenpflicht auch für den Unterricht anordnen, wie es beispielsweise auch in Groß-Gerau passiert ist. Das wurde aber so schlecht kommuniziert, dass jetzt die chaotische Situation entsteht, dass die eine Schule in der Kommune eine Maskenpflicht oder eben die Empfehlung eingeführt hat und die Schule nebenan nicht. Das ist doch ein komplettes Chaos. Und eine solche Politik, die die Verantwortung für so politisch heikle Fragen wie eben die Maskenpflicht im Unterricht nach unten abschiebt, ja, eine solche Politik ist der Pandemiesituation eben nicht angemessen. Und eine solche Politik untergräbt auch die Unterstützung für Corona-Maßnahmen im Allgemeinen, weil die Verhältnismäßigkeiten einfach nicht mehr stimmen. Wie soll man beispielsweise Jugendlichen erklären, dass sie in einer Klasse mit 25 Personen den ganzen Tag beengt, ohne Maske sich aufhalten müssen, aber abends nicht mehr mit als 10 Personen im Freien einfach abhängen können? Ich kann das den Jugendlichen dann nicht mehr näher bringen, weil es schlichtweg nicht verhältnismäßig ist. Statt den bereits überlasteten Gesundheitsämtern die komplette Verantwortung für die schulischen Maßnahmen aufzubürden, hätte es seit dem Beginn des Schuljahres einen hessenweit gültigen Stufenplan gebraucht, der klar regelt, bei welchen Inzidenzen vor Ort welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Und ja, auch die Maskenpflicht gehört in einen solchen Stufenplan. Es würden klare Regeln für alle Schulen in Hessen gelten, wann in welcher Form Masken getragen werden müssen. Zu einem solchen Stufenplan gehört aber neben der Frage der Maskenpflicht auch die Möglichkeit einer Teilung von Klassen. Und es ist schon spannend. Auf der einen Seite sagt der Kultusminister, man könne ja durchaus über so etwas reden, und er wäre ja auch nicht grundsätzlich dagegen, Klassen im Zweifel auch zu teilen. Aber gleichzeitig werden die Anträge von den Schulen, von der Kultusverwaltung ja abgelehnt, die Klassen zu teilen. Wo ist denn da die Stringenz? Und jetzt fordern Sie eben in dem Stufenplan auch die Möglichkeit, die Klassen zu teilen. Also da wissen ja wirklich die Schulen nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Letzte Woche hielten wir als Abgeordnete und auch Sie, Herr Kultusminister, einen mehr oder weniger Brandbrief, kann man es schon nennen, der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen. Und auch Sie haben die Forderung nach einer Möglichkeit zur Teilung der Klassen aufgestellt.
Die Linke hat vor den Sommerferien gemeinsam mit der SPD-Fraktion einen Antrag eingereicht, der Rahmenbedingungen für ein mögliches Konzept beinhaltet, mit dem auch bei steigenden Fallzahlen Unterricht garantiert werden kann. Aber für ein solches Konzept hätte man sich eben über die 6 Wochen der Sommerferien mal Gedanken machen müssen, wie es umgesetzt werden kann. Aber leider kam da überhaupt nichts vom Kultusminister. Stattdessen gilt jetzt Regelbetrieb. Aber genau das führt doch dazu, dass Schulschließungen irgendwann notwendig werden, wenn es bestätigte Infektionen und Verdachtsfälle gibt. Wir haben vorhin die Zahlen gehört. Gleichzeitig sind es schon um die 51 Klassen gewesen, die in die Quarantäne geschickt wurden. Aber der politische Skandal an der ganzen Sache ist doch, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler eben nicht, wie das der Kultusminister darstellt, zu Hause schön unterrichtet werden mit Fernunterricht und so weiter, sondern dass da einfach kein Distanzunterricht stattfindet, dass die isolierten Schülerinnen und Schüler nicht mehr beschult werden. Es gibt nicht genug digitale Ausstattung. Kein Konzept wie Präsenzunterricht und digitaler Unterricht kombiniert werden können. Und es gibt keine Entlastung für die Lehrkräfte. Die Kinder und Jugendlichen werden sich selbst überlassen und ihr Recht auf Bildung eben dann, wenn sie in der Isolation sind, erheblich eingeschränkt. Es war wirklich mehr als genug Zeit, Herr Minister, pädagogische Rahmenkonzepte und einen Stufenplan zu entwickeln. Aber auch, wie bei der Digitalisierung der Schulen, mussten sie jetzt auch beim Thema Stufenplan zum Jagen getragen werden. Die Kultusministerkonferenz hat jetzt nämlich genau so einen Stufenplan, wie ihn noch vor 2 Wochen wir als Linke, viele Elternvertretungen, aber auch die SPD-Fraktion gefordert haben, beschlossen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn einem die Kollegen sagen, man solle doch bitte das tun, was die Opposition schon gefordert hat. Da gibt es dann nur eins, nämlich die Flucht nach vorn. Und so äußerte sich dann der Kultusminister folgendermaßen in der Presseerklärung letzte Woche, ich zitiere: Vieles von dem, was die Kultusministerkonferenz aktuell berät, findet sich in den Leitlinien wieder, die wir noch vor Schuljahresende gemeinsam mit den Schulleitungen, Eltern und Schülervertretern entwickelt haben. Und heute haben Sie genau das Gleiche wieder behauptet. Sagen Sie mal, Herr Lorz, tritt Ihnen bei solchen Behauptungen nicht wenigstens ein bisschen Schamesröte ins Gesicht? Nein, Herr Lorz, Sie haben keinen Stufenplan entwickelt in den 6 Wochen Sommerferien. Sie haben nichts gemacht, und nach den Sommerferien haben Sie den festen Stufenplan abgelehnt und wollen jetzt sich eben nicht die Blöße geben, von Ihren Kolleginnen und Kollegen der KMK vorgeführt zu werden. Aber genau das werden Sie. Letztlich freuen wir uns natürlich, wenn unsere Forderungen aufgegriffen werden, nur ist der Zeitpunkt schlecht gewählt. Ein Stufenplan hätte gleich nach den Ferien vorliegen müssen. Jetzt müssen sich eben alle Beteiligten wieder auf etwas Neues einstellen. Nun, dieser Stufenplan sieht jetzt in der 3. Stufe dann auch die Teilung der Klassen vor und die Stufe 4 sogar den Distanzunterricht. Das ist ja schön und richtig, Herr Minister, aber dafür hätten Sie eben in den letzten Monaten die Voraussetzungen schaffen müssen. Man muss sich einmal vorstellen, dass das Schulportal, was auch schon angesprochen wurde, immer noch nicht auf alle Schulen ausgerollt wurde. Und scheinbar war es auch wirklich nie darauf angelegt. Aktuell sucht nämlich das Kultusministerium nach einem neuen Betreiber, weil der ursprüngliche nicht die Kapazität für alle Schulen zur Verfügung stellen konnte. Wieso hat man denn dann überhaupt diesen Betreiber ausgewählt, Herr Kultusminister, wenn man doch von Beginn an vorhatte, allen Schulen anzuschließen? Also ich finde das sehr abenteuerlich. Auch fehlt es immer noch an ausreichendem IT-Support für die Schulen. Und Herr Lorz, Sie haben ja gerade angekündigt, dass es mehr Geld dafür geben soll, aber nur, wenn der Bund auch etwas vorlegt. Die hessischen Schulen können aber nicht länger warten. Wie wäre es denn mal damit, wenn Sie beim Thema Digitalisierung ausnahmsweise auch ohne Unterstützung des Bundes die Landesmittel aufbringen würden? Darauf würden die Schulen warten. Noch immer sind viele Tablets noch nicht bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Wir haben es vorhin gehört. Die Hessenschau hat da das gemacht, was eigentlich der Kultusminister tun sollte. Und trotz der Bund-Länder-Programme sind Kinder aus einkommensschwachen Familien digital oft komplett abgehängt. Ein Smartphone ist kein adäquates Lehrmittel, und die Versorgung mit schnellem Internet ist in Deutschland leider immer noch eine Klassenfrage. Aber nicht nur Kinder aus einkommensschwachen Familien werden abgehängt. Es trifft einen Großteil der Kinder und Jugendlichen. Schließlich hat nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer oder ein digitales Gerät, auch nicht in finanziell abgesicherten Haushalten. Falls die Versorgung mit Tablets nicht rechtzeitig möglich ist, wie soll dann eigentlich der Distanzunterricht jetzt organisiert werden? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Unterstützung benötigen, jenseits der von Ihnen angepriesenen Sommercamps, von denen Sie hier lediglich die Anmeldezahlen und nicht die tatsächlichen Teilnehmerzahlen vorgetragen haben? An der falschen Seite, Herr Minister, bleiben Sie ziemlich unnachgiebig.
Gestern hat die Hessenschau über die Schließung der Jugendherbergen in Gießen, Weilburg und Zwingenberg berichtet. Betroffen davon sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch für viele andere Jugendherbergen ist das Überleben noch lange nicht gesichert. 75% der Buchungen fallen weg aufgrund der nicht stattfindenden Klassenfahrten. Und Sie haben ja jetzt noch einmal nachgelegt und gesagt, dass bis zum 31.01.2021 keinerlei Klassenfahrten möglich sein sollen. Regelunterricht, aber Klassenfahrten mit Hygienekonzept geht nicht. Auch da stellt man sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das Land muss aber dann, wenn eben bis dahin nichts stattfinden kann, in jedem Fall die ausfallenden Kosten übernehmen. Das Mindeste, Herr Minister, wäre, die ausfallenden Stornierungskosten auch für die Phase des Lockdowns zu übernehmen. Das wäre ein Zeichen an die Jugendherbergen, dass sie die Einrichtungen als wichtigen Teil der Bildungslandschaft verstehen. Aber so fragt man sich schon, für wen und was die hessische Landesregierung gern in die Geldbörse greift und wo sie knausrig ist. Die existenzbedrohende Situation der Jugendherbergen in Hessen sind Ausdruck einer Politik, die an der öffentlichen Infrastruktur, die für die Mehrheit der Menschen von hoher Bedeutung ist, spart, statt sie weiter auszubauen. Das ist ein politischer Irrweg. Wir brauchen dringend Investitionen in unsere Jugendherbergen, um ihre Zukunft trotz Corona zu sichern. Selbst Sachen, die erst einmal ja nicht schlecht klingen, funktionieren nicht. Es ist explizit zu begrüßen, dass alle Beschäftigten an Schulen die Möglichkeit bekommen, sich alle 14 Tage kostenlos testen zu lassen. Abgesehen davon, dass das auch endlich für alle Pflegekräfte ermöglicht werden muss, lässt dieses Angebot bei genauerer Betrachtung aber einige Federn. Sowohl ErzieherInnen als auch Lehrkräfte müssen sich in ihrer Freizeit in einigen ausgewählten Praxen testen lassen. Die Testergebnisse lassen teilweise tagelang auf sich warten. Wir haben schon mit Lehrkräften gesprochen, die warten seit 8 Tagen auf das Testergebnis. Das soll dann guter Gesundheitsschutz sein? Insgesamt kann man diesem Minister nur raten, sich schnellstens per Warp-Antrieb aus seinem Paralleluniversum zu verabschieden und stattdessen auf Augenhöhe mit den Beschäftigten, Eltern und Schülerinnen und Schülern Lösungen für die gravierenden Probleme an Hessens Schulen, wie den viel zu vollen Schulbussen, dem eklatanten Lehrermangel oder dem baulichen Zustand vieler Schulen zu entwickeln. Es ist Schluss mit Durchwursteln, Herr Minister. Die Hessinnen und Hessen erwarten von Ihnen verlässliches politisches Handeln statt permanenter Selbstbeweihräucherung. Vielen Dank.